Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. So, es geht auf Abend zu. Okay. Wir müssen aufwärmen. Ich würde sagen, wir gönnen uns einen Snack und lernen. Haben wir noch ein bisschen Licht? Ja, mal das. So, heißt hier 500, 800, okay. Trinken. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was ein sinnvoller nächster Schritt wäre. Dann noch eins hin. Oder anders gefragt, können wir draußen sogar vielleicht noch einmal eine Stunde lernen? Oh, I could Wie eat weit hören anything wir right draußen? now. Nee, drei Striche abwärts, also drei Pfeile abwärts, heißt, es ist so kalt, dass man jetzt nicht mal mehr nachmittags oder abends hier lernen kann. Also, das passt auch zum Thema. Es droht ein weiterer Lagerkoller und dem würde ich gern zuvorkommen. Wir können es probieren, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen, oder doch? Komm, komm, komm. Yep. Und wenn ich halt meine Stiefel craften will. 880. Dann werde ich so viel Zeit drin verbringen, dass der Lagerkoller kommt. Also wäre jetzt eine Idee, eine Nacht nochmal in der Höhle zu verbringen und das geheilt. Okay. Ja, ich meine, bei 1% Risiko. Trotzdem scheinbar sollte man das gar nicht machen. So, 50 Tage, 16 Stunden. Wunderbar. Jetzt haben wir noch eine Reserve, okay. Und will das halt mit etwas Nützlichem verbinden und das wäre eben die anderen Streichhölzer zu holen. Ja, und dazu muss ich in diese Passage. To find food. So, jetzt können wir hier nochmal was Sinnvolles auch gleich tun. Diese Passage, die den Übergang zur Gebirgsstadt darstellt. Und könnte man dann dort eine Nacht verbringen. Problem dort ist, da treibt sich manchmal ein Wolf rum. Jetzt war das früher so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Hier haben wir 90. Ja, mache ich noch mal einen. Denn diese Wettsteine haben wir auch nicht endlos. Und das Beil braucht auch dringend eine Schärfung. I would eat anything right now. Ja, und dort, also ich kann ein bisschen Proviant mitnehmen. Ein paar von diesen Cattails, aber dort gibt es auch Hasen, also könnte man dann auch. Wird sowieso ein Feuer machen müssen. So. Okay, der Wettstein ist gleich durch. Da haben wir es. 91. Fein, fein. Die Frage ist, was sollte ich mitnehmen? Wir haben. Pfeilschäfte brauchen wir eigentlich überhaupt nicht mitnehmen. Wo ist denn die Schublade hier? Ganze Pfeile, ja. Pfeilschäfte. Ich könnte mal probieren. Hier. Wir haben Federn.
Das. Kann ich denn hier was machen? Naja, es wird noch zu dunkel sein. Och, mach da. Das ist gut. So. Dann das Leder werde ich mal mitnehmen. Stoff sollte ich mitnehmen. Da könnte man sagen, nochmal 3 Stoffe mit. Oh ja, 4 Hagebutte. Brauchen wir uns was? Haben wir denn hier noch was drin? I wonder if I can drop any of this gear. Schon wieder? Bist schon wieder? Ja, okay. Das Holz, aber das ist okay. Das nehme ich mit. Und wie sieht's aus mit Wasser? Ich meine, wir werden dort Wasser kochen. Das ist natürlich nicht viel. Lass mal ruhig. Noch von den Sticks ein paar mitnehmen. Dann. Wir können ja in dem Übergang eine kurze Pause einlegen. Aufzuwärmen, beziehungsweise wir müssen ja sowieso dadurch und werden beim Durchgehen aufwärmen. Und es scheint jetzt nicht mehr viel auszumachen. Ob wir tags oder abends unterwegs sind, da steht immer noch der Elch. Sondern wir müssen so oder so Feuer machen. Das heißt, das erste Feuer. Ja, wie macht man das am besten? Das ist echt nicht leicht. Kann gerade nicht einschätzen, ob wir in dieser offenen Höhle, die es dort gibt, ob wir dort aufwärmen können. Wir sehen ja hier deutlich, hier kann man aufwärmen. Aber ich weiß nicht, ob das dort auch der Fall ist. Oder ob bei den Temperaturen der Schlafsack gar nicht mehr ausreicht. Wo geht's denn lang? Ah, hier lang. Um aufzuwärmen. Deswegen wäre Kohle schön, aber. Wir hatten ja hier eigentlich alles an Kohle rausgeholt und ich weiß nicht, ob die von den Wänden wieder nachbröckelt sozusagen. Könnte ich mir vorstellen, aber ich bin nicht ganz sicher. Sieht immer ein bisschen wie Kohle aus, ist dann aber doch nur Stein. So, habe ich in der Ecke eigentlich schon geschaut? Ah, hier. Kohle. Ja, eine Kohle ist deshalb schon mal gut, weil wir damit das Feuer schnell auf Hitze bekommen. Und ich denke, ich habe auch zu sehr mit der Kohle rumgeaßt. Oder hätte man wahrscheinlich noch vorsichtiger oder umsichtiger sein müssen. So. Sind fast vollständig aufgewärmt. Fast, wir können raus.
Ja, und Milton ist grundsätzlich auch interessant. Da muss man spannend einnehmen. Gibt's ja einiges. Aber es ist extrem wolfsverseucht. Wölfe über Wölfe in der Stadt. So, also bei diesem Unternehmen wird extrem wichtig sein, das richtige Wärmemanagement. Da muss man wirklich aufpassen, dass uns kein Fehler unterläuft. Ich hoffe, da hängt ein Seil, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, hängt ein Seil. Denn nicht lange quatschen, einfach weiter. So, jetzt sind wir natürlich ein bisschen überladen. Wie tief ist denn das da? Und Frage 2: Gibt es Wölfe? Zu überladen und zu klettern. Okay. Was ist der Sp auf 45? Okay, dann nehmen wir die ab. Alle. Es gibt hier Feuerholz genug. Und unser erster Gang führt uns ohnehin in die Höhle. Da hoppelt ein Häschen. Oh, da kreisen Krähen, da gibt's was. Aber damit können wir uns jetzt gerade noch nicht beschäftigen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Dem Thema Wölfe. Schnell hinein. So. Yep. Das denke ich doch, das war das Taken. Ah ja, und hier gibt es auch Kohle und Federn. Ach so, viele schöne Dinge. Gut. Wir wärmen hier bereits auf. Wir wärmen natürlich, das geht jetzt nicht irre schnell. Hier mal wertvolle Kohle. Ich kann mich hier reinkuscheln. Ich weiß halt nicht, wie es mit dem Wolf ist. Ich werde mal eine Stunde warten. Vielleicht noch eine. Okay, aufheben. So, das legen wir mal ab. Die Kohle. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Die Rohkörner schon gar nicht. So, wir müssen uns um zwei Dinge kümmern. Wir wollen Hasen und wir wollen Feuerholz.
uns ja schon das Häschen. Mal gucken, wie lange wir dafür jetzt brauchen. Ah, mit dem ersten Schuss. Und gelevelt. Und da kommt nochmal zu. Soweit. Ja, jetzt fällt mir nämlich auf, ich schieße häufig einfach zu weit. Das heißt, ich gleich wieder rein. Hier kann ich noch was ernten. Und das wird kalt scheinbar. Ich nicht, warum die immer sich ihre Feuer hier vorne machen. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich leg mal das hier ab. Die Karnickel. Und würde gern einen Moment ausruhen. Sagen wir mal. Nachmittag. Können wir schauen. Sieht man von hier was? Nee, hier kann ich. Ich glaube, man muss da hinten rüber gehen. Hat der was Tolles? Ich bin keine Ahnung, ob das Sinn macht. Wie kommt man da hin? Ich dachte, man kam hier hoch irgendwie. Scheint nicht so zu sein. Ich hatte wirklich in Erinnerung, dass man hier irgendwie hochkommt. Muss ja komplett was verwechseln. Dann eben die andere Runde, aber wir müssen ja schon wieder aufwärmen. Ja, das sind krasse Verhältnisse, wo man es im Freien überhaupt nicht mehr aushält. Und dabei haben wir doch eigentlich eine ganz gute Wärmedämmung. Die müsste doch oben 18, 19 Grad sein. Nochmal gucken. Wir haben sogar 21. Es reicht nicht mehr aus. Warten.
weiter geht's. So, wir sind natürlich jetzt stark übermüdet, oder wir werden bald übermüdet sein. So, hier waren wir ebenfalls schon, meine ich. Ging es irgendwie nicht so wirklich weiter, ne? Wo ist hier der Weg? Nach oben hier? Verstauchter Knöchel, ja, ist natürlich klasse. Ne, also dann natürlich ja auch nicht. Ich kann den noch klein machen. Oh, innerhalb von 10 Minuten fast die gesamten Wärmereserven verbraucht. Das macht Freude. Unterkühlungsrisiko, okay. Tja, dann müssen wir einfach beginnen mit dem Feuerchen. Ich meine, wir können es die ganze Nacht brennen lassen. Es tut natürlich immer weh, wenn man jetzt so sagt, okay. Gibt es dazu Alternativen? Es geht über die Variante an so einem Baumstamm ein Feuer zu machen. Naja, aber es hat ja... Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich mache jetzt hier ein Lagerfeuer, okay. Ich hätte mich wahrscheinlich vorher aufwärmen müssen, denn jetzt muss das ja erstmal in Fahrt kommen. Und ich muss ja über 24 Grad kommen mit dem Feuer. So. That squirts a bit. So. So, 17 Grad. Und wir haben... Aha. Gut. Wir sind jetzt im positiven Bereich. Fein.
dann. Das Ding bringt 3 Stunden. Noch 2,26. Ja, war eine gute Idee. Wirkte erstmal nicht so, aber hat sich für mich bewährt. So. Mir scheint es auch so, dass die Fackeln, die ich jetzt aus dem Feuer nehme, dass die irgendwie mehr, also wertvoller sind, mehr Potenzial. Oh, ich muss mich beeilen, wenn das jetzt hier richtig anfängt zu stürmen, kriege ich die Fackel nicht mehr nach Hause. Und außerdem kann ich schon bald nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, ob das mit meinen Feuermacher-Qualitäten zu tun hat, aber die Fackeln, die ich hier rausziehe, die sind teilweise schon echt gut. Sonst hatte man ja am Anfang immer nur so 18% oder 19%, dann waren wir mal bei 30. Aber die gehen ja jetzt langsam in Richtung 40 bis 50. Das ist schon mal fein. So. Also wir werden hier eine Menge zu tun haben. Das heißt, mit vollständiger Regeneration wird es hier wahrscheinlich nichts werden. Aber... ach, machen wir das. War das okay? Denn... wir haben ja andere Boni. Beispielsweise, dass wir eine Nacht in der Höhle verbracht haben. Come on, little fire. Come on. Und dass wir eine Packung Streichhölzer gefunden haben. So. Okay. So, wir haben jetzt... oh, 9 Stunden. Da kann man nun echt nicht meckern. Wie am besten, ich denke... 38, oh. Ich mache hier erstmal... eine kleine Pause von 3 Stunden. Ja. So, die Nacht beginnt und wir können ein paar Dinge tun. Wir können das Kanickel, die beiden Kanickel zubereiten. Und es gibt auch noch so ein, zwei andere Dinge, die ich vorhabe. Was genau, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo und natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, bye bye.